Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier bei Wrestlinginfos.de und in traditionell klassischer Runde haben sich meine Wenigkeit und der Jens heute mal versammelt, um mal wieder ein bisschen über All Elite Wrestling zu reden. All Out steht vor der Tür, All Out Nummer 2 an diesem Wochenende aus dem Daily's Place in Jacksonville, Florida. Aber erstmal einen schönen guten Abend, Jens. Hallo. Moin, moin. Ist fast 4 Monate her, ne? Boah, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ewigkeiten her. Merkt man auch, dass wir älter werden, weißt du? Da verfliegt die Zeit auch. Ich sag dir das, also alles knackt, alles knuspert. Das außerdem. Das stimmt. Man stöhnt beim Aufstehen. Naja, ja gut. Nicht. Ja doch. Na, ab und zu. Ja, es war ja, also. Ja, ich merke das ja auch derzeit, wenn ich dann hier und da mal wieder die jungen Leute sehe und denke mir so, boah, Alter, gehen die mir alle auf den Sack. Und dann merke ich, ist ganz schön alt geworden. Ja. Muss ich vielleicht bei TikTok anmelden, das ist halt jung. Nein. Nein. Das möchte ich nicht, Jens. Das möchte ich nicht. Ja. Du, daran merkt man, dass man alt wird. Dass man solche Trends nicht mehr versteht. Ja, ich habe jetzt schon festgestellt, ich bin alt, weil ich noch Facebook habe. Ich bin alt, weil ich kein Insta und kein Snapchat und kein TikTok habe. Du musst aber, glaube ich, mal auf Twitter gucken. Ich könnte mir vorstellen, bei Twitter hast du mittlerweile 80.000 Nachrichten, weil du ja nie online bist. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ich hatte heute auch schon massive Probleme beim Einloggen ins Forum. Alter. Gut, dass da noch ein Passwort eingespeichert war. Es waren mehrere eingespeichert. Ich musste dann erstmal gucken, welches es war. Julian, du bist jünger als ich. Lass dich mal nicht so gehen. Ja, es ist lange her. Was soll ich sagen? Persönliche Krise und so, ne? Ja, naja. Haben wir alle mal. Aber gut. Vorgezogene Midlife-Krise quasi. Ja, mein Gott. Ich hoffe, soweit ist es dann noch nicht gekommen, aber... Ich glaube, es gibt ja sogar sowas wie eine Quarterlife-Crisis, oder? Ja, gibt es das? Ja, ich glaube schon. Ja, Quarterlife ist aber auch... So da bin ich aber jetzt auch schon drüber, ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob es dazwischen auch noch was gibt. Ja, ist ja die Frage, was siehst du als Quarter an in deinem Leben, ne? Ja. Naja, aber ich glaube, 120 wird man nicht mehr. Ja, man weiß es nicht, aber unwahrscheinlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so alt werden will. Außer vielleicht als Cyborg, aber... Wo wir dann auch schon wieder beim Wrestling werden. Wir werden wieder ein wenig, ne? Ja. Fantasie geladen, würde ich mal meinen. Ja, All Elite Wrestling. Diese Woche mit einer sehr, sehr guten Zuschauerzahl in der Go-Home-Show. Fast die Million mal wieder geknackt seit längerer Zeit. Man merkt, NXT als Konkurrenz war diese Woche keine ernstzunehmende, weil Zweitausstrahlung auch nur. Und so richtig lassen die sich ja dann doch auch bei den Zuschauern nicht voneinander beeinflussen. In jedem Fall ist das auch eine relativ interessante Karte, möchte ich meinen. Und trotz der Corona-bedingt schwierigen Zeit hat man sich da ziemlich bemüht, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Ja. Gehen wir zunächst einmal in die Pre-Show, würde ich sagen. Absolut. Da kannst du auf jeden Fall mehr zu sagen als ich, weil ich kriege dabei Zahnschmerzen, Jens. Big Swole gegen Britt Baker, ich weiß. Aber die flachen Witze, die müssen doch mit mir zurückkommen, oder? Ja. Das habt ihr doch alle vermisst. Das wird jetzt auch eine Herausforderung, oder? Das ist TH und so. Ein Tuff versus Nail-Match. Oh, nee, ein Tuff and Nail-Match. Ja. Es geht um Zähne, es geht um Nägel, wir wissen nicht genau was, aber es soll wohl cineastisch werden. Es soll wohl cineastisch werden, genau. Also bestätigt ist es, was es genau, also die Stipulation ist jetzt nicht genau bekannt. Was uns erwartet, wissen wir noch nicht genau. Tony Khan hat aber gestern auf einer Pressekonferenz schon bestätigt, dass es ein cineastisches Match sein wird. Hintergrund ist wohl, dass Dr. Britt Baker dann doch noch nicht ganz fit ist und dass sie das Match deshalb so aufgezogen haben. Klar, da kann man ein bisschen was zaubern und das ein bisschen vertuschen. Man munkelt, dass es wohl teilweise in der Zahnarztpraxis von Baker spielen wird. Die hat ja wohl auch eine richtige Zahnarztpraxis, das war auch in einigen Segmenten schon mal zu sehen. Ich befürchte halt, es wird ein bisschen, also nicht, also eher so richtig in Eye for an Eye Match, würde ich mal. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann wirklich diese Stipulation irgendwo in die Richtung ist, dass der Gewinner muss einen Zahn ziehen
von dem anderen und der andere muss einen Nagel ausreißen oder irgendwie sowas. Ja. Ach so, ach, jetzt verstehe ich das mit dem Nail erst. Hm. Ich hatte jetzt irgendwie so gerade den Chris Jericho-Flashback, wo der mit dem Nagel dann auf die Leute losgegangen ist. Das kann natürlich auch sein, aber es würde dann halt zu Zahn und Nagel nicht passen, oder? Ja, nee, das ist richtig. Ich bin auch mal wirklich dann sehr gespannt, wie man es aufziehen wird. Vielleicht wollte die gute Brit ja auch ihre Praxis mal wieder renovieren und hat das als beste Gelegenheit gesehen, das Ganze so mit finanzieller Unterstützung von AEW zu verwirklichen. Genau, vom Arbeitgeber bezahlen lassen. Ja, warum nicht? Ja, also sagen wir mal so, man hat das Ganze über einen längeren Zeitraum ja jetzt zumindest mal aufgebaut. Wir sind froh, dass wir in der Women's Division eine Storyline und eine Fehde haben. Big Swole hat es auf jeden Fall geholfen, in den Fokus zu geraten. Ich komme mit diesem Namen einfach immer noch überhaupt nicht zurecht. Das ist auch scheiße. Also man sollte ihr wirklich einen vernünftigen Namen und das Ganze dann als Anhängsel noch geben, aber nur Big Swole. Die hat ja einen vernünftigen Namen. Das ist ja halt auch das Problem. Das ist halt wie mit Jungle Boy, ne? Ja. Die ist eigentlich immer als Ariel Monroe angetreten. Was jetzt an dem Namen verkehrt war, weiß ich nicht so ganz genau. Vielleicht wollte man es ein bisschen gimmick-spezifischer machen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß genau, was ihr Gimmick ist. Wohl sein soll. Fast noch dümmer fand ich aber, im Rahmen dieses Women's Tag Team Tournaments ist ja dann Nicole Savard als Little Swole aufgetreten. Ja, und die ist eigentlich so gut. Also sie war zumindest mal gut, als ich sie damals noch bei Shimmer... Boah, ist das lange her. Da war sie noch jung, da war ich noch jung. Ja, genau. Also wir haben sie ja letztes Jahr sogar live gesehen bei Shimmer. Also ihren Schimmerteil am Mania-Wochenende verteidigt hat. Sie ist gut, ich glaube, sie wäre auch eine gute Neuverpflichtung, aber das mit den Lils, wo, ja, das, gut, das sollte lustig sein. Ich verstehe, AEW hat gerade bei den YouTube-Sachen ja setzt man immer ein bisschen auch so auf Humor oder so, aber ich finde, das passt halt auch irgendwie null zu ihr. Nee, eigentlich nicht wirklich. Wenn man das so sagen darf, ein bisschen so eher ein Shayna Baszler Light, sage ich mal. Passt dann irgendwie nicht ganz so. Aber na gut, sei es drum. Was glaubst du denn, wer hier den Sieg davon tragen wird? Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Einerseits hat Big Swole das Ganze jetzt schon so ein bisschen dann doch eher beherrscht, indem sie sich jetzt auch in diesem Handicap-Match dann durchsetzen konnte, um überhaupt dieses Singles-Match zu bekommen. Aber wenn Baker fit sein sollte, wäre das ja eigentlich der Startschuss, um die Fehde mit Hikaru Shida wieder aufzunehmen, weil du hast ja, abgesehen jetzt dann von Nyla Rose, im Moment auch wieder nicht viel in der Women's Division, was da in Richtung Titel gehen könnte. Nee, also um ganz, ja, die Women's Division ist schwierig, weil von den Leuten, die du unter Vertrag hast und die du nicht schon 10.000 Mal gesehen hast, oder die nicht 10.000 Mal gesehen, aber die, keine Ahnung, nicht schon alle ein Titelmatch hatten oder so, da bleibt jetzt nicht so viel übrig. Die hatten alle schon ein Titelmatch, deshalb glaube ich, ist da Nyla Rose auch als Herausforderung jetzt nicht gerade mit drin. Big Swole würde zwar da Sinn machen, also ich mache es auch ein bisschen abhängig davon, ob denn Britt Baker wieder fit ist. Wenn Britt Baker wieder fit ist, dann sollst du das Match auch gewinnen. Wenn nicht, dann würde ich hier Big Swole favorisieren. Weil dann wäre sie wohl wahrscheinlich die nächste Herausforderin. Wobei sie, glaube ich, noch nicht mal gerankt ist, wenn ich mich nicht irre. Ja gut, aber an sich über Baker wird sie natürlich, ne? Ja. Aber das Ranking hat sich jetzt da, glaube ich, auch nicht großartig verändert in den letzten Wochen. Nee, gar nicht. Also das ist wirklich gleich geblieben. Also Britt Baker ist, glaube ich, immer noch gelistet. Aber du musst ja auch gucken. Du hast jetzt hier Alien, Statlander, verletzt. Ja. Nyla Rose müsste ja eigentlich noch ihr Rematch kriegen, eventuell. Aber gut. Vielleicht für die TV-Show irgendwann. Britt Baker? Wen hast du denn sonst noch? Ich hätte jetzt schon wirklich gesagt, nimm Ivelisse, push die dahin. Zumindest dann erstmal als glaubhafte Herausforderin für die nächste Zeit. Die war jetzt zumindest in dem Tag-Team-Turnier dabei, auch wenn sie keinen festen Vertrag haben sollte. Ja, genau. Also Britt Baker ist auf 5 gelistet, immer noch. Da hat sich nichts getan. Auf 4 Penelope Ford, die hatte ja schon ein Titelmatch. Ja gut, aber die ist auch keine ernstzunehmende, finde ich jetzt, weiß ich nicht. Naja, hat wohl bis jetzt nicht so dargestellt. Also zumindest eben halt entscheidende Match. Verliert so oft, sagen wir einfach mal so. Ich habe mich übrigens getäuscht, Big Swole ist auf Platz 2 gerankt. So doch immerhin. Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie das Match gewinnt, ist sie dann auf Nummer 1. Bin ich mir recht sicher. Und auf 3 ist Apaton.
Mit 5 Siegen über Choppern. Ja, aber es ist ja alles Dark. Das ist alles Dark, ja. Ich weiß, hat sie überhaupt schon ein Match bei Dynamite? Ich glaube, eins oder so. Bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube, weiß ich nicht. Gut. Aber trotzdem halt relativ weit oben gerankt. Ja, und ansonsten ist halt nicht viel. Die guten Damen, die ab und zu mal aufgetreten sind, eben halt auch im Rahmen des Women's Tournaments, keine Ahnung, Taya Conti, Ivelisse, Nicole Sauvage. Keine Ahnung, genau das sind halt so die Frauen, die auf dem Markt sind und die man nicht verpflichtet hat, während man Unbekanntere verpflichtet hat, die einfach nicht so gut sind. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von Penelope Ford zum Beispiel, aber gibt ja doch ein paar, die sich jetzt nicht direkt durchgesetzt haben. Also gut, Sadie Gibbs hat man jetzt zum Beispiel entlassen. Ja gut, aber du versuchst es, finde ich, jetzt im Moment auch relativ wenig mit neuen. Du hast natürlich jetzt auch noch hier die Perle von der Dark Order, NRJ. Ist gut, NRJ? Ja. Ja, aber... Aber auch Grün noch, ja. Natürlich, aber du könntest ja zumindest jetzt mal hier und da in Match stecken, diese zumindest schon mal so ein bisschen in Vorbereitung. Ich sehe auch nicht, dass man irgendwas für die kommenden Monate so jetzt... Eben, naja, eigentlich nur Apperton. Da kannst du sagen, gut, die gewinnt jetzt jede Woche irgendwie ihre Matches, da kann man sagen, da bereitet man was vor. Aber dann darüber hinaus bleibt es dann schon bei Big Swole irgendwie. Mehr ist dann nicht. Ist die einzige, die irgendwie einigermaßen gepusht wird im Moment. Gut, mittlerweile merkt man dann wirklich auch, man hat insgesamt einen sehr, sehr großen Kader und zu viel finde ich schon fast Wigler für die TV-Zeit, wo wir dann auch irgendwann bei der nächsten Show dann angekommen wären, wo ich dann aber auch eher skeptisch bin, weil das dann schon fast wieder ein bisschen zu much wird. Da sind wir dann schon wieder bei WWE mit dem Overkill. Es ist schwierig. Also ich würde halt dann am Ende doch irgendwie Dark einfach ins Fernsehen ziehen und weniger Chopper-Matches bringen. Ich glaube, 3 Stunden reicht zu. Ich weiß nicht, ob man noch eine zusätzliche Stunde braucht. Das ist halt das Problem mit den vielen Leuten, ne? Das ist das Problem mit den vielen Leuten. Aber die vielen Leute sind ja auch eine Chance. Das heißt, du hast ja auch die Chance zum Rotieren. Natürlich, aber du darfst halt es, finde ich, jetzt auch nicht übertreiben, indem du dann auch wieder 5 oder 6 Stunden dann wöchentlich... Nein, das auf gar keinen Fall. Also im Moment hast du halt auch ein bisschen das Problem, dass viele der Frauen eben halt auch einfach nicht aus den USA sind. Shayna sitzt in Portugal fest, Riho in Japan, Priestley und Gibbs in England. Also das ist halt so ein bisschen das Problem, dass du noch nicht mal, jetzt hast du viele unter Vertrag, aber du kannst noch nicht mal auf alle zurückgreifen. Und auf die hier zurückgreifen kannst, also sind wir jetzt mal ehrlich, was heißt Lever Bates im Kader und Brandi Rhodes und Ellie, das sind aber alles keine Wrestlerinnen, die du irgendwie verstärkt pushen kannst, die aber auch jede Woche TV-Zeit bekommen. Und die aber alle so ein bisschen abseits der Division irgendwie stehen. Und Melanie Cruz zum Beispiel, die hast du Monate nicht gesehen, jetzt hat sie ein paar Mal bei Dark auch aufgetreten, aber viel mehr ist dann auch nicht. Also die Division ist echt dünn, aber es ist halt eine Mischung aus bei Design, sage ich mal, aber eben halt auch aufgrund der Umstände. Also ich sehe das gar nicht mal so, dass die hier ganz allein dran schuld sind, sondern es ist halt auch alles ein bisschen blöd gelaufen irgendwie. Natürlich, aber andererseits, um das jetzt noch vielleicht abschließend zu sagen, du hast natürlich jetzt auch ein paar hochklassige Damen in diesem Tag-Team-Turnier gehabt. Ja. Und du könntest jetzt einfach sagen, komm, ihr kriegt jetzt einen 6-Monats-Vertrag bis Jahresende erstmal. Da setzen wir euch dann irgendwie ein. Damit kannst du was überbrücken. In einem halben Jahr bist du vielleicht schlauer, wie das jetzt wieder aussieht, wer reinkommen darf, wer zündet vielleicht oder so. Und dann kannst du die Situation ja immer noch mal ein bisschen neu bewerten. Genau, also und da sehe ich eben halt Ivelisse, Taya Conti und Nicole Sauvage ziemlich weit oben, weil es ist ja jetzt auch nicht so, als wenn die viele Alternativen hätten. Nee, und bei Ivelisse kannst du ja auch durchaus sagen, die ist einem gewissen Publikum auf jeden Fall bekannt, die hat ein gewisses Starpotenzial schon, die hat eine gewisse Qualität. Ja. Also wenn ihr die zumindest jetzt auch für eine größere Show oder eine Fehde mit Shida oder so, da wird auf jeden Fall irgendwas Hochklassiges bei rauskommen. Ich denke auch, und es scheint ja jetzt auch nicht zu sein, dass man die einfach nicht verpflichtet hat aufgrund ihres Rufs und so weiter und so fort, weil wenn das der Fall wäre, dann wäre sie jetzt auch nicht beim Women's Tag Team Tournament dabei gewesen und hätten das Ding am Ende nicht gewonnen. Also das kann es ja auch nicht sein.
Wobei ich vermute mal, ich denke mal, nach dem Pay-Per-View kommt da noch was. Ich denke mal, Tony Khan hat schon angekündigt, dass die Ausgabe in der kommenden Woche sehr, sehr spektakulär mit vielen Überraschungen sein will. Und ich denke, das wird halt bis zu einem gewissen Teil vielleicht auch ein gewisser Reboot. Ich denke, dann wird man auch die Women's Division wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Ibelis und Diamante das Tag Team Tournament gewinnen und dann komplett aus den Shows verschwinden. Ich denke, das glaube ich auch nicht. Aber das hält man einfach so ein bisschen auf Halt bis nach dem PPO, kann ich mir vorstellen. Ja, dann schauen wir mal. Also ich sage jetzt einfach mal Britt Baker hier. Ja, schließe ich mich mal an. Ich sage auch mal Britt Baker. Gut, gehen wir in die Main Show rein. Casino Battle Royal. 21 Leute. Hochklassig besetzt. Ich bin immer noch kein Freund von normalen Battle Royals. Dementsprechend ist das jetzt für mich wieder, weiß ich nicht. Gut, mir fällt auch keine Alternative ein, wo du ganz viele Leute irgendwie unterbringen kannst, um irgendwas auszumachen. Ein Gauntlet-Match, brauchst aber mehr Zeit. Ja. Ja, schwierig. Auf jeden Fall haben wir das Who is Who, der ansonsten nicht berücksichtigten Leute, von denen, die noch rein dürfen und da sind. Favoriten sind ein paar dabei. Allen voran Lance Archer und Brian Cage, aber auch Leute wie Darby Allin, Pentagon, Phoenix und Eddie Kingston oder auch die Best Friends. Santana und Ortiz sind dabei. Wahrscheinlich dann auch noch ein paar Leute, die jetzt. Wie viele sind noch frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, glaube ich, ja. Hager vielleicht. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch noch, sicherlich auch die eine oder andere Überraschung. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Billy Gunn ist da immer sehr, oh, Billy meine ich natürlich, ja. Ist da immer ein guter Kandidat für, weil der auch ist relativ groß. Ah, okay. Mein Geheimfavorit ist irgendwie Eddie Kingston. Oh, ich finde ihn so großartig. Da steht die Diskussion im Board. Warum man einen Eddie Kingston verpflichten sollte oder eben halt nicht. Eddie Kingston ist der größte Heel, den Amerika zu bieten hat. Boah, ich habe den ja live gesehen, auch ja. Bei WXW dieses Jahr im März noch. Ne? Boah, der ist so großartig, dieser Kerl. Und ich kenne halt auch keine schlechte Promo von ihm. Nein, also klar, sein Wrestling-Stil ist nicht spektakulär, aber er ist hart, er ist ein super Brawler und die Promos sind einfach, also ich kenne wirklich keinen, der ein Badass besser verkörpern könnte als Eddie Kingston. Und er ist halt immer glaubhaft. Ja. Also, das ist halt. Also, ich nehme jetzt mal meinen Tipp voraus. Ich sage Eddie Kingston. Warum sage ich das? Er hat in den letzten zwei Wochen vermehrt Zeit am Mikrofon bekommen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Moxley, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Moxley den Titel verteidigt, wo ich mir nicht sicher bin, aber wenn wir davon ausgehen, ich kann mir vorstellen, dass Moxley bestimmt Freude dran hätte, bei irgendeiner Weekly den Titel gegen Eddie Kingston zu verteidigen und da irgendwie so eine Zwischenfeder aufzubauen mit ihm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das erstens super werden kann und dass das auch was ist, was sowohl sich die Macher als auch John Moxley wünschen würden. Das wäre natürlich auch wirklich so ein Déjà-vu, ne? Die beiden haben ja auch damals schon bei CZW, meine ich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist. Es ist auf jeden Fall Ewigkeiten her. Lang, lang, lang her, ja. Aber die beiden waren auf jeden Fall gleichzeitig auch bei CZW. Also die müssten schon Matches miteinander gehabt haben. Und da jetzt noch mal so 15 plus minus Jahre später noch mal so ein richtig hartes, was weiß denn ich, ein Streetfight oder irgendwie sowas mit ohne Regeln. So, ich guck gerade, bei 2009 gab es mal, 2009 standen sie beide zum Beispiel in einem Number One Contender Match und in einem Six-Man Tag Team Match gegeneinander. Also die hatten es schon ein paar Mal miteinander zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch eine große Fehde hatten, aber zumindest kann man sagen, die hatten einen sehr, sehr ähnlichen Einstieg, wenn man so möchte, und dann im Laufe der Jahre einen sehr, sehr unterschiedlichen Werdegang. Und ich glaube, das ist halt eine super Grundlage für den Matchaufbau und für die Promos. Also ich höre quasi die Eddie Kingston-Promo schon, wie er darüber spricht, dass Moxley sich in die blinkende, bunte Welt des Sports-Entertainments geflüchtet hat, während er sich seine
keine Ahnung, weiterhin für ein Butterbrot in den Indies aufgetreten hat und sich dort den Arsch aufgerissen hat. Das ist halt so potenziell wirklich genau das Thema, wo Eddie Kingston seine besten Promos raushaut. Und deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dann irgendwie so ein Hardcore-Match bei Dynamite zwischen Moxley und Kingston und den Titel, dass das schon ist, was ich gerne sehen möchte und was ich glaube, was auch eben halt dann die Leute bei AEW gerne sehen würden. Deshalb ist das mein Geheimfavorit. Sehen würde ich das auch sehr gerne. Ja. Ich bin unsicher, was den Titel, die Titelverteidigung von Moxley angeht. Ja, bin ich mir auch unsicher. Deswegen würde ich anhand der Teilnehmer hier Darby Allin tippen. Würde dann Sinn machen, wenn MJF den Titel gewinnt, ja. Definitiv. Weil, und ich habe im Moment so die Tendenz, dass man das, also entweder, dass man ja zumindest in naher Zukunft einen Titelwechsel plant. Und MJF ist die Frage, ist es zu früh für ihn oder. Aber ich sehe auch im Moment niemand anders, der Moxley den Titel abnehmen könnte. Es gibt genug Kandidaten, aber es ist halt niemand im Moment so. Ja, irgendwann musst du halt mal, jemanden den Raketenrucksack aufsetzen. Also natürlich, ich finde das schon richtig, dass du jetzt nicht Sammy Guevara und Jungle Boy und MJF und alle gleichzeitig gewinnen lässt, aber irgendjemand musst du halt dann mal pushen. Und MJF ist jetzt eigentlich an der Stelle, wo es Sinn machen würde. Die Sache ist halt die keine Zuschauer. Dementsprechend ist ein Heel-Champion schwierig mit den richtigen Reaktionen dann abzuschätzen, weißt du, wie das wirkt und ob er dann wirklich so zieht. Aber andererseits, es wäre jetzt schon praktisch als Startschuss, du fängst jetzt langsam wieder mit ein paar Zuschauern an, jetzt so, du gehst ins restliche Jahr, wahrscheinlich jetzt, wenn Tony Khan das auch schon ankündigt, dass da einiges passieren wird. Klar, du kannst das mit Moxley jetzt noch ein halbes Jahr laufen lassen und dann erstmal gucken. Mit Moxley an der Spitze läuft das jetzt nicht irgendwie schlecht aus dem Ruder oder so, aber. Nee, es läuft also eigentlich grundsolide. Also die Matches mit Moxley, die ziehen dann auch immer gut Zuschauer. Ich glaube, auch diese Woche war ja auch der Main Event war jetzt nicht das Super-Duper-Match, aber es zog auch wieder Zuschauer auf, wo man schon von der Zuschauerzahl auf einem hohen Niveau war. Also Moxley ist halt jemand, der auch dann Zuschauer garantiert. Auf der anderen Seite zeigt es eben halt auch, dass die Leute sich für MJF durchaus als Herausforderer interessieren. Ich glaube, letzte Woche war sogar die Vertragsunterzeichnung das zuschauerstärkste Segment, meine ich. Von daher ist es halt so ein typisches Beispiel von einem Versuch, ist es auf alle Fälle wert, sage ich mal. Und also man hat es für mich jetzt zumindest auch so gebuckt, dass eigentlich alle schon eher mit einer Titelverteidigung rechnen. Man hat Moxley den Finisher genommen. Er wurde jetzt in der letzten Show ordentlich verprügelt am Ende nochmal. Wenn wir jetzt bei WWE, wäre es klar, dass Moxley verteidigt. Ja. Aber genau das ist vielleicht eigentlich dann so, gerade zum Abschluss von so einem Pay-Per-View, der Schockmoment. Deswegen, ich gehe hier mit Darby Allin bei der Casino Battle Royale, weil ich so ein Bauchgefühl habe, dass man MJF jetzt einfach wirklich den Rucksack, wie du schön sagtest, gibt und mal sehen, ob er das Gewicht tragen kann. Ja, nö, würde ich durchaus als valide Möglichkeit sehen. Ja. Match, klar, kann man jetzt nicht so viel erwarten. Es ist eine Battle Royale. Naja, es ist halt ein Casino Battle Royale. Die ist ein bisschen anders aufgebaut. Sag mal so, halt mal AEW zugute. Die bisherigen Battle Royales waren für Battle Royales sehr, sehr gut. Ja, aber auch eine Casino Battle Royale ist doch nur eine Battle Royale. Ja, die kommen in Gruppen rein. Ja? Hm? Immer 5 Leute und der letzte, der, Gott, wie haben sie es genannt? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Der letzte, also der 21. kommt alleine als letzter. Aber vorher. Okay, das hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Okay. Ja, dann haben wir ein 8-Man-Tag-Team-Match. Die Dark Order in Form von Mr. Brody Lee, Colt Cabana, Evil Uno und Stu Grayson gegen die Natural Nightmares und Scorpio Sky und Matt Cardona. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Also das, die hätte man, finde ich, jetzt dann auch irgendwie noch in die Battle Royale quetschen können oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Dann, oder Brody Lee vielleicht mit einem Singles-Match um den Titel gegen irgendwie einen von den anderen. Gegen Scorpio Sky zum Beispiel. Warte? Nee.
Ja. Also, weiß ich nicht. Also, klar, du musst die Dark Order, nachdem sie jetzt so omnipräsent in den Shows zuletzt waren, irgendwie hier auch berücksichtigen, aber dafür kommen sie dann doch ein bisschen auch zu schwach weg hier auf der Karte. Das ist, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es storyline-technisch irgendwie Sinn macht, dass eben jetzt Codys Buddies, wo Cody jetzt erstmal aus den Shows verschwunden ist, Rache nehmen wollen. Und du kannst mit dem Match theoretisch halt auch ein Titelmatch aufbauen. Also ist relativ einfach, Scorpio Sky oder von mir aus Cardona oder ich bleibe einfach bei Zack Ryder, weil ich den Namen einfach schöner finde. Pin Brody Lee und schon hast du irgendwie ein potenzielles Titelmatch. Wäre jetzt nicht mein favorisierter Ausgang, aber würde zumindest Sinn machen. Und auch Sinn machen, warum es dann beim Pay-Per-View stattfindet. Ja. Ich glaube, das Match wird halt, das wird besser werden, als viele jetzt erwarten. Weil man Ich erwartet glaube nicht, meistens dass es nichts. schlecht wird, aber Naja, es ist halt so ein Füller. Das ist jetzt nicht Besonderes, es aber. ist halt jetzt. Du hast jede Woche bei Dynamite, sagen wir mal, Matches, die deutlich mehr ausstrahlen als dieses Match jetzt auf der Pay-Per-View-Card. Ich denke, das Das ist beschreibt's, finde ich, richtig. ganz gut. Ja. Das klingt halt ein bisschen wie ein Match, was normalerweise irgendwie mitten in der Card bei Dynamite stattfindet. Ja, das ist richtig. Wobei, wie gesagt, von der Storyline her, kannst du jetzt auch nicht sagen, dass das Match nicht aufgebaut war. Also das Nein, also, na klar. macht schon Sinn irgendwie. Auch eben halt dann die Leute versuchen eben halt einigermaßen, das heißt, prominent ist immer, aber zumindest auf die Card zu bekommen in einem Match, was nicht einfach bloß hingeworfen ist. Und auf der anderen Seite, ne, du hast halt eben halt, weil du ein großes Roster hast und sicherlich auch die eine oder andere Überraschung bringen kannst, dann hast du in der Battle Royale auch jetzt nicht so massig viel Platz. Vor dem Hintergrund, dass du eben halt Leute wie Jack Hager und so weiter eben halt auch noch hast, die nicht angekündigt sind. Also die Battle Royale bekommst du locker voll. Ganz locker sogar. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier irgendwie einer gewinnt gegen die Dark Order. Also klar, man könnte so natürlich einen potenziellen Herausforderer aufbauen, aber dafür finde ich die Gegner dann einfach zu schlecht. Vielleicht Scorpio Sky ist natürlich wirklich ein anderes Kaliber als jetzt Matt Cardona. Ja, ich weiß, aber er ist halt irgendwie in meinem Kopf jetzt gerade hier auch nur auf einem Level mit Dustin und QT. Aber ja, für mich ist das ein klares Ding für die Dark Order. Vielleicht mit Sollte. einer Konfrontation, vielleicht mit irgendeiner speziellen oder so für die nächste Woche, dass man da irgendwas in die Richtung dann aufbaut, aber. Also so rein grundsätzlich würde ich dir schon recht geben, was jetzt bedeutet, wenn es jetzt nur darum geht, losgelöst von irgendwelchen Titelmatches in der Zukunft, müssten die Dark Order das locker gewinnen. Das mit den möglicherweise mit der Niederlage hat eben halt, würde eben halt nur Sinn machen, wenn man sagt, man möchte aus dem Match mit irgendwas herausgehen. Denn wenn die Dark Order hier gewinnen, was dann, solange bis Cody zurück ist? Dann brauchst du was Neues für Brody Lee und Co. Ja. Übrigens heißt Pentagon Junior nicht mehr Pentagon Junior. Jetzt bei AEW auch nicht mehr. Ich sag aber nicht Pentasiero Pentagon M. Dark. Was? Pentasiero M. Ah. Mit wem hat er dieses Mal den Namensstreit? Gar nicht so sehr Streit. Also AEW darf den ja nur verwenden, weil man mit AAA zusammenarbeitet und man möchte aber dann doch gerne mal eigenes Merchandise verkaufen, wo man dann wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig irgendwie einen Rechtsstreit immer mit AAA befürchten muss, wenn da wieder mal irgendwas quer sitzt und sie wieder rumstreiten, dass man das eben halt dann weitervermarkten kann. Deshalb heißt er jetzt Pentasiero M. Phoenix darf sich ohnehin Re Phoenix nennen, nur nicht Phoenix alleine. Und deshalb hat man ihn jetzt auch umbenannt, obwohl er sich weiter und theoretisch weiter Pentagon Junior nennen dürfte bei AEW. Aber einfach nur wegen den Markenrechten. Ja, aber das hört sich irgendwie scheiße an. Ja, definitiv. Ich werde auch weiter Pentagon Junior sagen. Hätte er sich nicht einfach nur Pentagon nennen können? Naja, das ist ja dann wahrscheinlich, es muss ja schon den Pentagon gegeben haben, oder? Sonst könnte er ja nicht Pentagon Junior sein. Tja, Und die Rechte wird Senior? dann auch wieder jemand haben. Wie bitte? Senior. Ja, schwierig. Ich kann mir auch Pentagon seine Black. ganzen Namen nicht mehr merken mittlerweile. Ja, ich weiß es auch nicht. Okay, Jens, dein Tipp bei dem Match? Ich sage Scorpio Sky pinnt Brody Lee. Gut, ich sag, die Dark Order gewinnt via Pin an QT Marshall. Dann haben wir ein flottes Face Tag Team Match. Die Young Bucks gegen den Jurassic Express und der Sieger bekommt ein Tag Team Title Match.
da sind natürlich jetzt ein paar interessante Wendungen möglich. Letztendlich läuft es für mich ganz klar auf die Young Bucks in einem hochklassigen Match hinaus, weil sei es wie es wolle im Tag Team Title Match, die Young Bucks sind mit beiden in gewisser Weise in einer Fehde-Storyline, wie auch immer. Und der Jurassic Express dann eher doch ein bisschen außen vor. Aber da freue ich mich einfach drauf. Da habe ich Bock drauf auf das Match. Da habe ich auch Bock drauf. Ich habe auch echt die Daumen gedrückt, dass die beiden das Match gewinnen. Weil nichts gegen SEU, aber SEU gegen Private Party hätte ich jetzt nicht gebraucht. Nein. Aber auf das Match freue ich mich wirklich. Wäre wahrscheinlich vor vielen Zuschauern noch viel geiler, aber so bin ich da sehr gespannt. Und ich im Gegensatz dazu glaube, dass Jurassic Express gewinnt. Ich kann dir sogar sagen, warum. Ich glaube, dass FTR die Titel gewinnen. Und ich glaube nicht, dass man FTR gegen Young Bucks, ein Match, was im Grunde ja seit Jahren, wenn man das will, aufgebaut ist, bei irgendeiner Weekly raushaut. Und bis zum nächsten Pay-Per-View ist es mindestens noch 2,5 Monate. Ja, das ist wohl wahr. Und das würde bedeuten, entweder verteidige ich Page und Omega, was natürlich auch sein kann. Und man bringt Bucks gegen Page und Omega und die Bucks gewinnen den Titel dann bei der Weekly. Das könnte ich mir gut vorstellen, würde ihm halt auch in die Storyline passen. Und wir bekommen dann beim PPU FTR gegen Bucks. Oder aber FTR gewinnen die Titel und dann gewinnen aber Bucks, glaube ich, das Match nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das irgendwie bei einer Weekly verbrät. Also das würde ich nicht verstehen. Ja, ist schwierig, aber die Bucks haben in letzter Zeit auch viel verloren wieder, ne? Ja, richtig. Das ist halt auch so eine Sache. Aber na gut, ich meine, auch selbst hier könntest du irgendwie was bringen. Naja, wobei, das macht alles auch keinen Sinn. Kommt ein bisschen darauf an, wenn das Take-Team-Title-Match eher ist, vorher, dann kannst du natürlich auch immer mal FTR eingreifen lassen. Oder von mir ist auch Adam Page, oder von mir ist auch Tully Blanchard, je nachdem. Dann kannst du vielleicht irgendwie was hinbiegen. Aber würde ja halt von der Card-Reihenfolge jetzt nicht unbedingt passen. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich würde es Sinn machen, das Match eher auf eine große Bühne zu stellen. Allerdings, wie gesagt, ich habe halt die Argumentation dann auch, ne, dass die halt schon mit denen völlig involviert sind, aber... Würde ja auch Sinn. Also, dass das Match kommt, da bin ich mir sicher. Ja. Aber wenn die Bucks hier gewinnen, dann glaube ich dann auch eher an Omega und Page, dass die den Titel nochmal verteidigen. Und die Sache mit Page zu klären, ne? Genau. Und das dann würde ja, so rum würde es ja auch Sinn machen. So kannst du FTR gegen Young Bucks weiter hinauszögern und du kannst eben halt Bucks gegen Page, wenn man so möchte, also oder Bucks, Page und Omega das weiter aufbauen. Und ich glaube, das Match, weil es das schon gab, wurde eben halt dann wahrscheinlich bei einer Weekly, wäre für mich sinnlicher irgendwie. Ja, ist schwierig. Aber wird auf jeden Fall ein geiles Match. Das denke ich auch. Ich bleibe trotzdem bei den Bucks. Weil ich was anderes sagen muss ja fast, dann bleibe ich bei Luchasaurus und Jungle Boy. Ja, ist ja okay. Ja. Beim nächsten Match sind wir uns wahrscheinlich ein bisschen einiger. Matt Hardy gegen Sammy Guevara, ein Broken Rules Match. Wenn Matt Hardy verliert, muss er AEW verlassen. Jens, ist ein Broken Rules Match jetzt einfach nur ein No-DQ-Match? Oder? Ist ein Last-Man-Standing-Match. Okay. Aber unter, gut, ein Last Man Standing Match ist ja eigentlich immer unter False Count Anywhere Match, ne? Aber wir hatten es extra erwähnt, ein Last Man Standing Match, das überall beendet werden kann, aber es muss einen Sieger geben. Ist es denn ein klassisch, also ein WWE Last Man Standing Match oder ist es ein Last Man Standing Match, wo du erst gepinnt werden musst und dann musst du bis 10 liegen bleiben? Ich glaube, es ist dann WWE-Style. Okay. Das andere wäre, glaube ich, irgendwie Texas Deathmatch, ne, irgendwie so. Ja, ich kenne nur, aber ich weiß nur, diese Variante, die gibt es ja auch. Ja. Naja, aber ich glaube, es ist ein, also so wie ich es verstanden habe, ist ein Ten-Count-Match, also Last-Man-Standing-Match wie bei WWE. Ist denn der Nachfolger von Vanguard Nummer 1 auch noch dabei? Ich weiß gar nicht, wie die Drohne heißt. Oh Gott, wie die. Oh. Nee, aber ich glaube, habe ich. Ja, dabei ist der bestimmt schon noch. Aber ich bin ja im Moment so ein bisschen raus. Ich habe ja nicht alles gesehen. Nee, ich gucke auch immer später nach. Deswegen bin ich jetzt gerade. Was ist Matt Hardy denn im Moment? Ist er broken? Ist er oldschool Matt Hardy? Was ist Matt? Oder ist er wieder alles? Was ist Matt Hardy im Moment? Darauf antworte ich dir mit Ja. Okay. Damit kann ich leben. Ja. Er ist alles irgendwie. Gut. So ein bisschen.
Hier wird er sicherlich broke Matt Hardy sein, gehe ich mal stark davon aus, aufgrund der Stipulation. Aber er ist eben halt dann auch manchmal Big Money Matt. Ja, weil ich jetzt irgendwie neulich, da habe ich ja mir die Videos angeguckt, dann war er wieder so ein bisschen der Oldschool Matt Hardy und jetzt war er wieder in der aktuellen Ausgabe der Delete Matt Hardy. Genau. Ich habe irgendwo den Bezug ein bisschen so ja, verloren, Hardy, was jetzt wann wo ist. Wenn er mit Private Party ist, ist er so, Private Party ist, ist er manchmal so der normale Matt Hardy, manchmal ist er der keine Ahnung, der jugendliche Matt Hardy, dann ist er wieder mal Brooke Matt Hardy, wie gesagt, Big Money Matt. Das ist, ja, jetzt alles eben mal. Und da kommt eben halt auch, ist es ein Ausweg? Ist es ein Ausweg zu sagen, Matt Hardy muss AEW verlassen, wenn man sagt, nur Broken Matt Hardy muss AEW verlassen, oder wäre das zu billig? Ich weiß nicht, wie man es formuliert hat. Matt Hardy muss AEW verlassen. Ja, Matt Hardy wäre ja nicht der Broken. Matt Hardy ist ja eigentlich nur Matt Hardy. Oder man kann so sagen, es ist ja nicht Damaskus. Ja, es ist nicht sein alter Ego. Ja. Boah, das ist schwierig. Aber das ist ein interessanter Ausweg, aber den fände ich jetzt persönlich zu billig. Naja, ich habe mir halt, man macht sich ja so ein bisschen Gedanken, wie das enden sollte. Ich glaube einfach, diese Stipulation ist offensichtlich. Das heißt, offensichtlich wäre eben halt jetzt erstmal, dass Matt Hardy das Ding gewinnt und gut. Und man muss dazu sagen, ich hätte damit jetzt auch nicht das große Problem. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, jetzt muss Sammy Guevara gewinnen, bin ich nicht der Fall. Sammy Guevara macht sich gerade einen Namen damit, dass er der Prügelklave von AEW ist und dadurch overkommt. Dass er eben halt immer wunderbar aufs Matt bekommt. Ich glaube, auch dadurch kannst du zum Star werden und zwar eher, als wenn du ab und zu mal ein Match gewinnst und dann trotzdem immer ein bisschen in der Midcard mitschwimmst. Ich glaube, durch so eine Kultrolle kann das auch schon was werden. Ganz einfach, weil es ja jetzt auch nicht so ist, also dass Sammy Guevara jetzt als der große Titelherausforderer dargestellt wird. Ne? Er ist der, der er ist. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm, wenn Matt Hardy hier gewinnen würde. Aber diese Stipulation, die ist ja so offensichtlich, dass ich nicht dran glauben kann, dass Matt Hardy das Ding dann einfach gewinnt. Naja, könnte natürlich jetzt wirklich der Startschuss für ein ganz neues Gimmick auch sein, ne? Ja. Kann genauso gut sein, dass Matt Hardy ein Päuschen macht und vielleicht nur noch als Produzent arbeitet. Aber wie kommst du dann da wieder raus, sage ich mal? Denn ich glaube jetzt auch nicht, dass er damit jetzt seine Karriere beenden möchte. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ein bisschen unspektakulär. Auch. Er hat jetzt auch erst drüber geredet, wie es aussieht mit Jeff Hardy. Und da hat er im Grunde auch gesagt, normalerweise, also er hat so angedeutet, normalerweise wären sie beide gegangen. Jeff konnte aber nicht, weil er eben halt von seinen 3-Jahres-Vertrag, oder wie viel das waren, quasi 1,5 nicht eingesetzt wurde und WWE den Vertrag verlängert hat. Also er hat dann quasi noch 18 Monate oben drauf gekriegt und so lange wollte Matt nicht warten. Matt hätte nur für 5 Jahre verlängern können. Das heißt, ich kann mir eben halt vorstellen, dass irgendwann dann nochmal ein Run mit Jeff kommen wird, wann auch immer der aus seinem WWE-Vertrag rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen sein soll. Und auch nicht, dass er AEW verlässt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Wo will er hin? Also, das glaube ich auch fast irgendwie, es kommt irgendwie ein neues Gimmick, könnte ich mir vorstellen. Es ist schwierig, aber er kann natürlich dann auch nie wieder zurück mit dem Gimmick. Das was auch wieder nicht passt, weil er gesagt hat, wenn dieser Zuschauer da ist, möchte er eben halt den Broken-Gimmick nochmal einen neuen Versuch geben, weil ja, fast jeder daran glaubt, dass wenn Zuschauer dabei gewesen wären, dass das noch viel besser gezündet hätte als so. Also eigentlich, das spricht auch wieder dagegen. Wobei, kann natürlich auch Vorsatz sein, sowas jetzt in einem Interview zu sagen, sage ich mal. Du hast auf jeden Fall ein paar interessante Aspekte eingebracht, aber ich glaube trotzdem, dass Hardy hier gewinnt. Müssen wir mal schauen. Ja. Hast du gerade den Porno ausgemacht? Nein. Tatsächlich nicht. Dann ist ja gut. Also nur eine komische Stimme gehört im Hintergrund. Nee, das war hier Sprachnachricht, aus Versehen draufgekommen. Alles gut, Jens. Ja. Also, was sagst du jetzt? Schwierig. Ich sag, Sammy gewinnt, ohne zu wissen, wie es dann weitergeht. Okay. Dann kommt ein Match, auf das ich mich besonders freue. Chris Jericho gegen Orange Cassidy in einem Mimosa Mayhem Match. Ach, da habe ich gerade Lust, einen zu trinken, wenn ich jetzt an die ganzen Mimosas da denke. Ja, die Fehde der beiden, es steht ja mittlerweile 1-1. Orange Cassidy hat es echt geschafft, mit dem Gimmick dann doch auch ohne die Zuschauer unfassbar populär zu werden. Auch als Wrestler
in gewisser Weise dann glaubhaft zu erscheinen, trotz seines Gimmicks. Und die Promos zwischen den beiden, das ist pures Gold in meinen Augen. Jericho ist sich ja auch für nichts zu schade, sich da selber zum Affen zu machen. Das macht es für mich auch hier sehr spannend, weil auch wenn ich hier Chris Jericho als haushohen Favoriten in das Match gehen sehe, würde ich nicht ausschließen, dass Chris Jericho ein Bad in der Mimosa nimmt. Ja, ich würde nicht nur sagen, dass ich das nicht ausschließen würde, ich würde behaupten, das wird das Finish werden. Chris Jericho ertrinkt den Mimosa und schreit panisch um Hilfe. Ja, und ist von oben bis unten eingeweicht. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist immer noch Chris Jericho. Klar, du kannst Orange Cassidy hier richtig groß rausbringen mit einem Sieg, aber dann ist die Frage, was fängst du danach mit ihm an? Und da sehe ich für die Main-Event-Region das Gimmick dann wieder nicht. Nö, das nicht unbedingt, aber ich glaube, für ein TNT-Title-Match oder so soll es ja auch reichen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also. Sure. Es ist halt, ich verstehe schon, was du meinst, gebe ich dir auch recht, aber für mich würde es keinen Sinn machen, wenn hier Chris Jericho so ein Match gewinnt. Irgendwie, das finde ich irgendwie seltsam. Ja, es ist seine Match-Kreation. Ja, gut, das ist richtig, aber es geht ja eigentlich darum, um den Sieger, dass der Verlierer ja irgendwie ein bisschen lächerlich gemacht wird. Ja. Und das macht der eigentlich. Also, das ja, um Babyface zu machen, wäre sehr WWE-Style irgendwie. Ja, das, ich würde es zumindest nicht ausschließen, dass man Jericho hier gewinnen lässt und er dann trotzdem am Ende. Das könnte natürlich passieren. Also, dass er das Match. Das wäre dann schon sehr ein Roller gewinnt, so nach dem Motto. Booking, aber. Naja, ja, gut, aber das wäre immer noch ein ordentlicher Weg raus, ohne ihn verlieren zu lassen, zu sagen. Also so hätte ich es jetzt zumindest als er. Also Jericho gewinnt das Ding irgendwie, will danach Orange Cassidy noch weiter irgendwie, will ihn unbedingt in die Mimosa rein und dann, weiß ich nicht, kommen die Best Friends zur Hilfe oder irgendwie so und am Ende landet Jericho dann in dem Bottich voll. Ja, ja. Sagen wir mal Fruchtwasser. Das könnte man so bucken, ja. Doch, ja. Gebe ich dir recht. Hätte ich auch kein Problem mit, wenn man irgendwie sowas aus dem Hut zaubert. Ich habe neulich übrigens wieder die WWE-Sauce-Folge gesehen. Ach, so großartig. Ja, müsste ich auch wieder mal gucken. Welche Folge war das eigentlich? Weißt du das zufällig? Nee, also Bezeichnung weiß ich definitiv nicht. Aber das ist echt. Nein, das ist kein echtes Wrestling. Doch, das ist echtes Wrestling. Die Frau, die war schon 10-mal schwanger von so und so vielen Kerlen abgetrieben. Ach ja, sie klauen unsere Jobs. Ja. Okay, gehen wir weiter. Women's World Championship. Hikaru Shida gegen NWA Women's Champion Thunder Rosa. Die hat man ja jetzt so aus dem Nichts als Herausforderin für Shida gebracht. Finde ich eigentlich ganz interessant. Hat mich jetzt auch durchaus überrascht. Ich habe von ihr, um ehrlich zu sein, noch nicht so viel gesehen. Damals bei Shine war es, glaube ich, 1-2 Matches. Mhm. Ist aber jetzt auch schon eine Weile her. Ist für ein Pay-Per-View auf jeden Fall überraschend, dass man halt jemanden von außerhalb so schnell so ein Match gibt. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es fehlen die Optionen und daher finde ich das eigentlich ganz interessant. Ja, es war auf der einen Seite, sagen wir so, es ist bezeichnend, ne, aber es ist auch ein kluger Schachzug. Wenn du eben halt einfach niemanden hast, den du gerade irgendwie gepusht hast und alle Paarungen schon irgendwie hattest, dann eben halt auf jemanden von einer anderen Promotion schnell zurückgreifen zu können, der eben halt auch eine gewisse Reputation hat, dann ist es, habe ich da nichts dagegen. Dann finde ich das absolut okay. Weiß nicht, ob du Thunder Rosa nicht als Cobra Moon bei Lucha Underground kennst. Ah, ja, doch, durchaus. Genau, so hat sie angefangen. Also ich glaube, das war ganz am Anfang ihrer Karriere quasi. Aber da fehlte mir dann auch irgendwann, da habe ich auch nur die ersten beiden Staffeln gesehen, deswegen weiß ich da auch nicht. Da waren ja eigentlich eher noch mehr oder weniger nur die Aufbaumatches, die ich dann gesehen habe von ihr. Genau, ja, naja, damals, also ja, zum damaligen Zeitpunkt fand ich sie noch nicht so gut. Also sie ist halt schon höchst anständig. Ich will jetzt nicht behaupten, dass sie jetzt eine der Top-Wrestlerinnen der Welt ist, aber was die US-Indie-Szene angeht, sicherlich eine der besseren, die eben halt ja auch ein bisschen
durchaus ein bisschen geplündert würde, sage ich mal. Und ich glaube, das kann schon, also ich glaube, dass Shida auch da ganz gut dran ist, dass das ein sehr, sehr anständiges Match werden kann. Es wird jetzt sicherlich nicht Match of the Night werden, aber ich glaube, gegen Thunder Rosa könnte ich mir vorstellen, wird das besser werden. Also sagen wir so, Shida gegen Nyla Rose war ja beim letzten Pay-Per-View, glaube ich, schon eine sehr große Überraschung, ein sehr gutes Match. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn hier die Stipulation fällt, Thunder Rosa ist besser als Nyla Rose. Von daher warten wir mal ab. Also das kann schon richtig gut werden. Also Shida kann schon richtig viel und hier ist es halt auch nicht dieses typische Underdog gegen großes, böses Biest, sondern hier sind zwei ungefähr auf einem Level. Oder täusche ich mich da jetzt? Nein. Nö, kann man so sagen. Nö, das ist richtig. Und dementsprechend sollte es vor allen Dingen halt auch technisch deutlich anspruchsvoller werden. Ja. Das Match gegen Nyla Rose war ja mehr dann auch ein bisschen wirklich diese Underdog-Story und dann auf den Moment diese speziellen Moves dann auch ausgelegt. Und hier glaube ich einfach, dass man hier aus Shida auch mal wieder ein bisschen mehr rauskitzeln kann, weil sie hat deutlich mehr Potenzial als das, was sie jetzt bisher zeigen konnte oder zeigen wollte. Ich weiß es nicht genau. Aber manchmal habe ich bei ihr ein bisschen das Gefühl, sie musste sich in vielen Paarungen deutlich zurückhalten. Oder sie wollte sich zurückhalten. Das ja, ich weiß halt nicht, ob das Zurückhalten ist oder manchmal auch nicht. Ich glaube, Shida ist gut, aber Shida ist nicht so gut, dass sie jetzt jedem zum Match ziehen kann. Ich glaube, wenn du der so einen nassen Sack vor die Nase setzt, da gibt es ja Wrestlerinnen oder Wrestler, die das trotzdem irgendwie was draus machen. Ich glaube, auf dem Level ist Shida nicht. Nee, sie ist jetzt keine Asuka, hätte ich jetzt. Ich wollte jetzt Kana sagen. Ja. Oder. Ja, richtig. Ja, ich weiß. Aber kann vielleicht nicht jeder was mit dem Namen dann anfangen. Ja. Sie hat halt auch vom Stil her, ist sie. Dadurch, dass sie halt wirklich sehr, sehr viel nur mit ihren Knee-Strikes arbeitet, fehlen da so ein bisschen manchmal die Moves, um jemanden anders gut aussehen zu lassen. Ja, kann man so stehen lassen, ja. Richtig, würde ich auch so sagen. Ja, aber ich bin auf das Match gespannt und ich glaube, das kann schon richtig gut werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich sehe Shida sehr, sehr gerne. Ich auch. Und ich glaube, für NWE ist es halt auch ein bisschen in der jetzigen Zeit kann man jede Werbung gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn man so ein ehrgeiziges Projekt an den Start bringt, mit dem TNA sich damals schon fast auf die Fresse gelegt hätte. Es sind halt nicht die besten Zeiten für solche Geschichten. Nein, eigentlich, wöchentlicher Pay-Per-View, ich weiß nicht. Das ist halt eine ziemlich dumme Idee, vor allem, wenn man den dann für 20 Euro oder 20 Dollar anbieten will. Das geht gegen den Bauch. Ja. My words, sage ich mal. Das ist teuer. Das ist teuer und das macht einfach niemand. Also klar, natürlich irgendwie eine gewisse Gebühr, Monatsgebühr und du kannst jede Woche dir die Show angucken, ja, aber ein wöchentlicher Pay-Per-View, das war schon bei TNA eine ganz, ganz beschissene Idee und das ist, die Idee ist in der Zeit nicht besser geworden. Nein. Keine Ahnung, also, wie auf sowas kommt. Niemand bezahlt so einen Preis pro Woche. Also. Vor allem, muss man auch ganz klar sagen, nicht für NWA und Championship Wrestling von Hollywood. Beim besten Willen. Nein. Ja, gut, das muss ich sagen. Es gab bei Championship Wrestling von Hollywood durchaus gute Phasen, aber es war nie so, dass ich da gesagt hätte, wow, da zahle ich Geld für. Nee, es war halt umsonst. Ja. Genau. Ne, die hatten schon gute Leute, also ne, Scorpio Sky hat das einen Großteil, glaube ich, seiner Karriere verbracht. Weil, ja, Joey Ryan, Willie Mack, klar. Es war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, boah, da hätte ich jetzt Geld für bezahlt. Nein, definitiv nicht. Es war eben halt nur, man kannte oder man hat dort mal reingeguckt, weil es eben halt kostenlos war und dann eben halt doch mal bekannte Namen gesehen hat. Aber ansonsten verirrt sich ja da auch niemand hin, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nee. Und so unterhaltsam wie NWA auch ist, aber wie gesagt, ich hoffe, die überdenken das nochmal. Ich kann mir nicht das ist keine gute das Idee. Aber Shida sollte verteidigen hier, ne? Das steht für mich, also das wäre natürlich ein dicker, dicker Upset, wenn Thunder Rosa das gewinnt und dann könnte man auch davon ausgehen, dass es da eine engere Zusammenarbeit zwischen NWA und AEW gibt. Es sieht für mich aber nicht so aus. Nee, also für mich ist das ja eigentlich die sicherste Bank auf der ganzen Card. Ja, das glaube ich auch, dass das ein sicherer Sieg wird und auch ein sicherer Tipp wird. Ja.
Dann gehen wir ins World Title, Tag Team Title Match. Kenny Omega und der Hangman gegen FTR. Wir haben es ja vorhin schon mal bei den Young Bucks gegen den Jurassic Express ein bisschen angesprochen. Da knistert es gewaltig. Hangman als kleine Schnapsdrossel ja jetzt schon eine Weile unterwegs. Probleme mit den Bucks, Probleme mit Omega. Jetzt wurde er aus der Elite rausgeworfen auch noch. Die Geschichte mit FTR, erst sah es so aus, als wären sie gute Freunde. Letztendlich kommt das auch nicht so gut. Page ist jetzt von allen in der Company isoliert. Es wurde immer jetzt noch deutlicher gemacht in den vergangenen Wochen, dass er und Omega ja kein Tag-Team sind, sondern eigentlich nur zwei Einzelwrestler, die zusammen teamen und zusammen die Tag-Team-Teile gewonnen haben. Es ist auf jeden Fall viel Zündstoff drin, es ist viel Storytelling drin und das wird ein höchst interessantes Match, denke ich mal, sowohl hochklassig in Beziehung auf das Wrestling, aber auch halt das Storytelling. Werden die Young Bucks hier eine Rolle spielen? Wie verhält sich Paige mit Omega zusammen? Wie verhält sich Paige überhaupt? Kommt er jetzt alleine erstmal raus und will alles und jeden niederschlagen? Oder ist er jetzt vielleicht dann doch vielleicht ein bisschen in sich gekehrt und spielt vor seinem geistigen Auge ab, dass er dann doch mittlerweile ganz allein ist? Wird er schon getrunken haben? Nee, also finde ich sehr interessant, das Match. Und dann auch noch die Komponente hier Tully Blanchard. Ja, also ich glaube, ja. Ist der eigentlich noch kurzer Einwurf an der Seite von The Perfect Ten? Ja, Sean Spears, ja. Ja? Ist der. Okay. Ja. War ja schon mal so ein Gespräch, ob man da nicht irgendwie so eine neue Four Horsemen aufbauen will. Ja. Ja, ich meine, das Ganze ist eben halt auch spannend, weil man eigentlich im Hintergrund gibt es eben halt dann noch immer noch die Fehde mit den Young Bucks, wie wir vorhin schon drüber geredet haben. Was heißt die Fehde? Aber diese Storyline. Young Bucks, Omega und Page und FTR sind da alle so ein bisschen miteinander verwoben und man weiß am Ende eigentlich auch nicht, wer denn jetzt turnen würde. Ist hängen in Page, klar, aber auf der anderen Seite ist er eben halt auch mit dem Publikum wahnsinnig als Babyface over. Kenny Omega hat heelische Tendenzen, zuletzt die Young Bucks auch. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wer am Ende denn hier turnen wird. Und für mich würde es ja sogar Sinn machen, wenn Adam Page, keine Ahnung, hier turnen würde und sich dann Tully Blanchard anschließt und zusammen mit FTR und Sean Spears wirklich einen auf neue Four Horsemen macht. Ich würde eher sogar auf Omega tippen hier in dem Fall, dass er einfach irgendwann die Schnauze voll hat. Ja, also das ist halt, es kann in jede Richtung gehen und genau das macht's spannend. Genauso kann es sein, dass sie trotz allem den Titel irgendwie verteidigen, weil die Young Bucks sich einmischen. Und also das Match, davon abgesehen, dass es wrestlerisch vielleicht die größte Herausforderung für FTR bisher sein wird, ne? Gibt nämlich keine Entschuldigung, mit dieser Vorgeschichte und mit dieser Storyline gegen Hangman und Adam Page nicht ein großartiges Match rauszuhauen. Ne? Gibt keine Entschuldigung mehr, wenn nicht hier, wann dann? Also wenn sie nicht hier ihr bestes Match seit NXT-Zeiten zeigen, dann weiß ich nicht, was da noch kommen soll. Auf der anderen Seite ist eben halt der Weg geebnet wieder für ein tolles Tag-Team-Match mit tollem Storytelling. Und dass das AEW kann, das hat man dieses Jahr schon gesehen mit Omega und Page gegen die Bucks. Und ich glaube, das könnte hier nahtlos ansetzen. Und deshalb bin ich da wahnsinnig gespannt drauf auf dieses Match. Ich glaube, das kann richtig großartig werden. Oh ja, ich habe da auch richtig Bock drauf. Und das ist für mich auch ein Ding, was wirklich komplett offen ist. Ja. Normalerweise würdest du wahrscheinlich jetzt eher sagen, dadurch, dass halt die Geschichte mit Hangman und so ist und dass FTR jetzt da reingekommen sind, groß gepusht wurden, dass sie jetzt halt schon da an der Reihe sind. Aber andererseits ist es AEW durchaus zuzutrauen, dass man halt sagt, die sind relativ heiß auf dem Markt gewesen, die wollten unbedingt von WWE weg. Aber wir haben unsere Leute jetzt auch erstmal aufgebaut, wir haben da viel investiert, wir geben denen jetzt nicht sofort den Titel. Würde ich auch, wie gesagt, sehe ich nicht kommen, dass die hier so einen Titel gewinnen. Eben weil es gibt gute Möglichkeiten, sie hier verlieren zu lassen. Auch ohne irgendwie, die haben bisher nicht verloren. Und gegen die Champions oder gegen solche Champions auf so eine Bühne zu verlieren, ist jetzt auch kein Problem an sich.
Es würde eben halt Sinn machen, wie du schon sagst, eben halt nicht den Ex-WWE-Lern bei der ersten Gelegenheit den Titel zu geben. Und es würde eben halt auch Sinn machen, weil von der Storyline her Omega gegen Page gegen die Young Bucks am Ende genauso viel Sinn machen würde, demnächst als Match. Und du genau über diesen Umweg eben halt auch FTR gegen Young Bucks weiter hinauszögern kannst und trotzdem sinnig aufbauen kannst. Und du musst ja auch noch bedenken, wirklich, ne? Die Sache ist schon länger am Brodeln zwischen Omega, Page und den Bucks als jetzt FTA, die später dazu kamen. Richtig. Das wäre natürlich auch eine durchaus interessante Kombination, dass man dann bis zum nächsten Pay-Per-View erstmal FTA gegen die Bucks mehr oder weniger bringt, dass die sich dann untereinander und das dann beim nächsten Pay-Per-View vielleicht als Number One Contenders Match oder so auch anzusetzen. Genau. Also ich könnte mir hier durchaus nochmal sowas Ähnliches vorstellen, wie wir es jetzt auch schon mal hatten, dass dann einfach das Ganze relativ chaotisch irgendwann zugeht und Page, der sich von allen isoliert fühlt, holt am Ende dann doch nochmal in praktisch alleiniger Art und Weise durch das ganze Chaos den Sieg, schnappt sich dann beide Titelgürtel und verpisst sich oder irgendwie sowas. Ja, kann man ohne weiteres so bringen, ganz genau. Fände ich zumindest sehr interessant, wie es dann weitergeht. Wird sicherlich spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal aus dem Bauch heraus auch Omega und Hangman verteidigen. Sage ich auch. Ich glaube auch, dass wir verteidigen. Gut, dann gehen wir in den Main Event. Bisher haben wir uns beide darauf geeinigt, dass es nicht zu einem Titelwechsel kommen wird. Und ja, ich glaube, ich bin mir absolut unsicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier den Titelwechsel, wie eingangs erwähnt, schon geben könnte. Moxley gegen MJF. Du hast MJF jetzt ein Jahr lang wirklich sehr, sehr konsequent aufgebaut. Ungeschlagen oder ungepinnt, sage ich mal, seit Ewigkeiten oder überhaupt. Ich weiß nicht, ob er schon am Anfang irgendwann mal gepinnt wurde. Gepinnt wurde er, glaube ich, selber noch nicht. Er hat zwar nicht alle Matches, also er hat am Anfang ein paar Take-Team-Matches verloren, aber gepinnt wurde er, meine ich, noch nie. Ja, dann Moxley als dominantem Champion, der alle Herausforderer, so brutal sie auch wirkten, hinter sich gelassen hat. Und MJF mit dem großen Sieg über Cody, der sich damit halt auch wirklich dann das Titelmatch mehr oder weniger verdient hat. Ja. Als das Großmaul halt gegen den Rebellen, also der Snob gegen den Rebellen ist eine schöne, interessante Story. Man hat jetzt die Sachen da reingebracht, dass Moxley ja jetzt hier den Paradigm Shift nicht benutzen darf. Ist doch so, oder? Ja. Genau. Richtig. Und also es deutet natürlich alles auf den Sieg von Moxley hin, aber ich habe so im Gefühl, es wird jetzt kein Fünf-Sterne-Match werden. Es wird Brawl, es wird Eingriffe geben, das Match wird mehr von der Story als von der Matchqualität getragen werden und am Ende haben wir den Schockmoment und einen neuen Champion. Ja, das glaube ich auch. Also ein Fünf-Sterne-Match brauchen wir jetzt hier nicht erwarten, das nicht, aber ich glaube, es hat trotzdem das Potenzial zu einem richtig, richtig guten Match. Ich glaube, so gut ist MJF und so gut ist auch Moxley. Und dann wird es halt einfach spannend zu sehen. Also es lebt halt auch ein bisschen von der Spannung, dieses Match. In welche Richtung es gehen wird. MJF als Champion würde Sinn machen, sind wir ganz ehrlich. Es ist ja nur seine Kampagne doch ein bisschen sehr, also es fehlt noch ein schlechtes Haarteil und er ist auf dem Weg zu Donald Trump. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Präsidentschaftswahlen. Könnte man schon auch noch weiter fortsetzen, eben halt nur als World Champion, sage ich mal. Und Jon Moxley, muss man auch so sagen, gibt jetzt auch nicht den triftigen Grund, warum man ihn den Titel abnehmen muss, ne? Wenn man irgendeinen Plan hat, wohin es dann in der nächsten Zeit gehen soll. Es ist also wirklich beides ist komplett offen. Und an beiden Möglichkeiten würde ich auch irgendwie was Positives finden. Auch wenn ich persönlich einfach mal, um zu sehen, wohin es führt, eher lieber sehen würde, dass MJF gewinnt. Ja, wir haben ja, du hast die Sache mit Kingston erwähnt. Hatten wir Archer gegen Moxley schon? Nee, ne? Nein. Das wäre
durchaus noch eine Option, die man machen könnte. Ansonsten fallen mir im Moment dann aber auch nicht mehr so viele Leute ein, die im Moment nicht irgendwo anders großartig involviert sind. Naja, Jericho hat natürlich immer noch sein Rückmatch eigentlich offen, ne? Richtig. Das man noch durchaus bringen könnte. Genau. Also Gegner würde es schon noch geben bei MJF. Aber wen gibt es denn sonst noch als potenzielle Faces im Moment, die frei sind? Na gut, da gibt es immer noch gewöhnliche Möglichkeiten. Je nachdem, Omega oder Page kannst du bringen. Also jetzt nicht sofort, aber dann, keine Ahnung, beim übernächsten Pay-Per-View, wenn du es wirklich noch länger ziehen willst, wie du schon sagst, Faces, gut, Cody ist jetzt erstmal raus, Cody ist generell raus um den Titel, wenn man es genau nimmt. Theoretisch, wie gesagt, Omega und Page, zumindest im Moment jetzt, wenn du es so nimmst, wobei die auch beide was anderes dann zu tun hätten. Ja, mit Harley steht auch ein bisschen auf der Kippe. Orange Cassidy ist dafür nicht der Richtige. So viel gibt's da gar nicht. Wie ist denn aktuell die Beziehung zwischen MJF und Wardlow? Naja, es gibt so erste Spannung, aber ich glaube, man ist noch relativ weit davon entfernt, dass die beiden sich treffen. Also, es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Wardlow am Ende aus Versehen vielleicht auch dafür sorgt, dass MJF den Titel nicht gewinnt. Bei einer anderen Promotion wäre das der Fall. Hier glaube ich nicht, nein. Okay. Weil Wardlow bisher auch nicht so dargestellt wird, dass er der so der tollpatschige Idiot ist, ne? Der tollpatschige große Typ. Der jetzt Moxley so, schlagen will und MJF dann auf einmal mit dem Ring eins überbrät. Ja, genau. Eher würde es dann Wardlow irgendwie aus Absicht machen, ganz einfach, weil er die Schnauze voll hat von MJF. Und so weit sind wir noch nicht. Aber man merkt halt schon ein bisschen, dass MJF eben halt immer ein bisschen vergisst, dass Wardlow nicht einer von seinen kleinen Handlangern ist, den er rumschützen kann, und Wardlow ihn dann auch manchmal ein bisschen genervt wird, wenn MJF ihn wieder, keine Ahnung, glaubt, er hat da irgendwie so einen Idioten vor sich. Also diese Spannung merkst du halt ein bisschen, aber ich glaube, wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass der Turn dann kommt. Der wäre definitiv noch viel zu früh. Okay. Dann bin ich einfach mal dabei und sage, MJF holt sich das Ding. Ich sag auch MJF, eben halt, weil ich es gerne sehen würde, wie sich es dann entwickelt und wohin es führt, ja. Und weil man hat es eigentlich jetzt auch schon das ganze Jahr über aufgebaut, dass er hier bei dem Pay-Per-View das Titelmatch bekommt. Das war eigentlich schon lange abzusehen und dementsprechend scheint es einfach ein langfristiger Plan mit ihm zu sein. Und ja, wie war das noch? Du weißt nur, ob du schwimmen kannst, wenn du ins Wasser geworfen wirst, ne? Ja. Wie gesagt, und vor allen Dingen, da er eben halt auch Heel ist, glaube ich, wird es bei ihm nicht so schlimm ausfallen, dass nicht so viele Zuschauer da sind. Beim Babyface ist immer ein bisschen schwierig, aber ein Heel, also ich glaube, dass die Leute ihn quasi es lieben, ihn zu hassen. Ich glaube, dazu brauchst du jetzt nicht unbedingt Zuschauer in der Halle. Das weiß man mittlerweile. Nee, da ist man ja hier auch wirklich in einer komfortablen Situation, ne? Du musst es jetzt nicht so wie bei WWE, wo du gucken musst, boah, funktioniert McIntyre jetzt eigentlich oder nicht? Man hat überhaupt keinen Vergleichswert. Du weißt, bei Moxley, es läuft. Und MJF ist so ein Heel, der kann sich auch irgendwie jetzt Sonny Kiss oder so aus dem Publikum dann raussuchen und es funktioniert dann genauso. Ja, genau. Und bei WWE hast du halt auch das Problem, durch diese 3 Stunden und durch diese, der Star ist die Marke, kannst du halt auch an den Ratings absolut nichts mehr ablesen. Na klar, hast du mal irgendwie so Schwankungen drin, Zuschauerzahlen, ein paar 10.000, ein paar 100.000 manchmal. Aber erstens siehst du nicht immer eine klare Linie. Das soll heißen, keine Ahnung, in der einen Woche hat Wrestler XY eine gute Quote oder zieht gut und in der nächsten Woche gar nicht mehr. Alleine, weil es auch abhängig davon ist, ob der jetzt gerade in der dritten Stunde auftritt oder in der ersten Stunde auftritt. In der dritten Stunde schalten halt viel ab. Diese Probleme hat AEW eigentlich nicht. Die können auf die Quoten gucken und können durchaus schauen. Und das sieht man eben halt. Bei AEW ist es oft so, das schwächste Segment ist der Anfang, weil man keine gute Lead-In-Show hat und dann wächst es immer weiter an. Und wenn was Schwaches kommt, dann geht die Zuschauerzahl durchaus mal nach unten. Das fällt ja bei WWE komplett weg. Da kannst du im Grunde sagen, ab der Hälfte der Show geht's. Kannst du vielleicht noch damit rechnen, wer am wenigsten verliert. Aber mit Gewinnen ist da meistens nicht mehr so viel. Und wir haben halt keinen Demo-Gott. Ja, genau. Also dementsprechend hat es, glaube ich, hier AEW aufgrund der Länge der Show auch einfach ein bisschen einfacher. Und wie gesagt, dadurch, dass MJF ein Heel ist, ich glaube, da brauchst du auch nicht viel testen. Also was soll großartig passieren? Im schlimmsten Fall bejubeln ihn die Leute. Naja gut, dann turnst du dann halt. Also das ist jetzt auch nicht das Problem, aber das ist in der heutigen Zeit ja eh so, dass er irgendwann bejubelt werden wird für sein
Heel sein. Richtig. Und dann brauchst du halt nur noch einen passenden Heel, den die Leute bereit sind, über ihn auszubuden. Vielleicht sogar irgendwie ein Double-Turn irgendwie. Wenn die Leute irgendwann mal genug von Cody haben oder von Kenny Omega haben. Kann ja auch irgendwann mal passieren. Dann hast du halt eine Win-Win-Situation. Also ich glaube, so viel falsch machen kann man nicht, gerade in der jetzigen Zeit. Und wenn es nicht klappen sollte, naja, dann hast du noch genug Zeit, ein anderes Titelmatch aufzubauen und ihm den Titel wieder verlieren zu lassen. Und das, keine Ahnung, in 2-3 Jahren einen neuen Versuch zu starten. Ich meine, hier bist du halt in der Situation, dass er so jung ist, dass du jetzt nicht so viel falsch machen kannst. Und ich sehe jetzt auch nicht irgendwie so die Rocky-Reaktion oder die McIntyre-Reaktion. Also jung angefangen, stark gepusht, zurückgewiesen und dann quasi fast schon gescheitert. Das sehe ich hier nicht irgendwie kommen. Nee, ich glaube auch nicht, dass AEW irgendeinen hier so fallen lassen würde. Glaube ich auch nicht. Ne? Also man schwächt sich ja halt auch immer nur wieder selber, wenn man Leute irgendwie dann komplett bestraft fallen lässt, schlecht buckt, weil am Ende es schadet dem Produkt, wenn du deine eigenen Leute lächerlich machst. Vor allen Dingen die Leute, die glaubhaft und stark wirken sollten. Genau, so ist es. Ja. Gut, aber im Großen und Ganzen denke ich mal, wir haben eine ziemlich interessante und spannende Card. Viel hochklassiges Wrestling, viele offene Paarungen auf jeden Fall. Also hier sind wirklich, mal abgesehen wirklich vom Women's Title Match, in jedem Match Möglichkeiten da, dass der oder der gewinnt. Ja. Und das macht es dann doch besonders Spaß, das Ganze ungespoilert oder vielleicht sogar live anzuschauen. Und live könnt ihr es anschauen auf Fight TV für ja, um die 17 Euro. 19,99 $ oder halt auch über Sky Select. Schaut es euch an, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ja. Vielleicht noch ein Tipp: Wenn ihr über Fight TV bestellt, macht das nicht über die App, nicht über die mobile App, da ist es teurer. Da bezahlt ihr statt 19,99 $ 21 Euro noch was. Bestellt ihr über Desktop, dann kostet es nur eben halt circa diese 17 Euro. Das mal so als Tipp. Das ist immer so. Über die App ist es immer etwas teurer, als wenn ihr über die Desktop-Version gibt bei Fight TV. Merken. Ja, dann merkt euch das. Für eine Review wird sich der Jens in dieser Woche oder in der kommenden Woche dann besser gesagt leider mit jemand anderem hinsetzen müssen, weil vor Freitag werde ich definitiv nicht dazu kommen, nochmal einen Podcast zu machen. Ja, mal gucken. Wir haben da schon ein paar Leute in der Hinterhand, die gucken wollen. Weiß nicht, ob es schon Sonntag wird, vermutlich eher Montag, gehe ich mal stark davon aus. Aber dann schaue ich zumindest mal, ob es dann für die nächste Dynamite-Ausgabe mal wieder reicht, dass wir mal wieder einen Dynamite-Review-Podcast machen. Das wäre natürlich cool. Es muss mal wieder so, aber ich denke mal ab Freitag, sondern Freitag vielleicht was aufnimmt, wenn der jetzt kann, dann wird das bei mir auch wieder ein bisschen entspannter und ich merke auch, dass ich wieder ein bisschen Bock habe, mit dem Jens hier über Wrestling zu reden. Sehr schön. Mir geht das auch so. Es hat mir schon ein bisschen gefehlt. Es war schon ein bisschen Wehmut. Ja, man muss seine sozialen Kontakte ja auch pflegen. Genau. So ist es. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Pay-Per-View. Wie gesagt, Review wird es dann mit Jens und vielleicht dem Marco oder irgendjemand anderem geben. Ja. Und dann ansonsten noch ein schönes Wochenende und bis die Tage. Tschö. Jo, ciao.